Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Safe. Ja, so, wir stehen immer noch hier. Wir sind jetzt in Kapitel 6 und unsere Aufgabe ist es, was sonst, Wachen umzunieten. Und zwar am besten durch einen gezielten Kopfschuss. So, nochmal Überblick verschaffen. Da steht auf jeden Fall eine Wache. Ja, super. Eine haben wir gefunden von vielen. Ah, da unten ist auch noch einer. Nice. Den hätte ich zwar jetzt schön abschießen können. Aber nix da. Moment, ich muss mal ganz kurz was verschieben, damit ich hier ein bisschen mehr Freiheit habe. Wie wollen die uns überwältigen? Da haben wir jetzt zwei. Achso, das ist ein. Da haben wir jetzt immer noch zwei. Da ist noch was. Da ist so eine Gedenktafel. Den habe ich letztes Mal noch umgenietet. Daran kann ich mich erinnern. So. Wir haben sie unterschätzt und jetzt Ich will bezahlen mal wir ganz dafür. kurz schauen. Die haben alle einen. Hat der einen Helm auf? Dam, dam, Alarm! dam! Hier wurde gerade jemand getötet! Du hast es erfasst. Augen auf, Waffen bereit. Genau, Augen auf, Waffen bereit. So, ich speichere noch nicht ab, weil ich kann einerseits noch gar nicht abspeichern und zweitens ist es so, dass ich Angst habe, dass sie mich doch irgendwie hier oben mitbekommen oder so und deswegen dann doch irgendwie ja, mich abschießen. Er wird nicht so laut. So, aber wir sind doch hier oben echt ziemlich unscheinbar. Das gefällt mir. Oh, eine traumatische Musik hier, ey. Ich warte, bis die wieder an ihre Position gehen, dass ich dann. So, ich glaube, jetzt hat sich das erstmal. Mir ist es wichtig, dass ich dazwischen noch einen Speicher, weil ich habe keinen Bock, das Ganze noch tausendmal zu machen. Ohne diese Speicherung wäre ich am Arsch mit Wurst. Ich Muss mich vermute, bereithalten. diesen kann ich nicht so einfach wegmachen. Wo steht denn der andere überhaupt? Ich wollte gerade gar nicht zoomen, sondern ich wollte F drücken. Ah, da ist der. Schon wieder Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. Trockenfleisch. Wo geht denn der jetzt hin? Okay. Ach, der geht dann dahin. Sehr hungrig. Ah, shit, Junge. Jetzt muss ich wieder warten, bis der da drüben ist. Weil das sonst blöd ist. Und ich habe meinen Timer nicht gestellt. Ich werde wahnsinnig. Bei dem habe ich ein bisschen Schiss. Und zwar Schwermut werde ist ich den am überall. besten von hinten, weil der braucht nämlich zwei Pfeile. Weil der nämlich einen Helm auf hat und die ist nochmal zu schwer. Die müsst ihr entweder richtig treffen oder sie brauchen zwei Pfeile. Oder du nimmst halt diese Scharfschützendinger. Wo ist denn der jetzt? Ach, da ist er jetzt. So, nicht, dass ich jetzt noch einen falschen Pfeil nehme, dann rast ich nämlich aus. Ja, ich weiß, letzte Woche war jetzt ein bisschen verplant. Heute ist mal Dauert Samstag. ewig. Ich nehme irgendwie zurzeit ziemlich zeitnah auf. Ich nicht die Schwermut. Ich rast aus. Dieses Arschloch hat sich bewegt. Warum nur? Du Hörni. Bist doch behindert. Das könnte doch jemand
jemand hier sein. Ich brauche eine Pause. Wo bleibst du jetzt? Ich würde für eine Tasse Kaffee töten. Ich nicht. Wow! Oh nee. Jemand ist im Gebäude! Oh, du bist auch im Gebäude, ey. Okay. Ja, ich habe gerade Nachricht bekommen, also jetzt nicht von über mein Handy. Und ja, da, die habe ich mir gerade durchgelesen und war deswegen kurz abwesend. War einfach so, irgendwie so ein bisschen schockiert so. Aber alles gut, alles gut, alles gut. Natürlich blöd. Entweder ich muss näher rangehen oder. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Ganz ehrlich, ich frage jetzt, was riskant ist. So, was ist, wenn ich den von oben töte? Oder auch nicht? Arschloch. Meiner Zähne packe. Oh. Ist, wie heißt das? Gebund oder so? Ich probiere es noch einmal. Wenn ich den jetzt nicht treffe, dann versuche ich das nächste Mal runterzugehen. So, jetzt dreht er sich. Und jetzt können wir auch mal. Läuft bei mir. Und das ganz lautlos. Yay! Straßen sind nicht mehr sicher. Besonders, ich habe halt jetzt wirklich nur noch einen Pfeil. Die Straßen sind sicher wie nie, sag ich dir. Mein Guder. So. Oh. Was für ein schöner Schuss. Genau ins Grüne oder ins Blaue oder ins Rote. So, mein Guter. Wir schleichen uns von hinten an. Jede Nacht derselbe Albtraum. Ja, jede Nacht derselbe Albtraum. Nee, wir hatten nicht eh. Wir hatten eh. Karte vom Hof. Neues Dokument. Hinweise. Karte vom Hof. Finde einen Weg zum Anwesen. Ja, Hinweise. Karte vom Hof. Finde einen Weg ins Anwesen des Barons. Hä? Ja, Karte vom Hof. Ups. Okay, das hat mich jetzt nicht so weit gebracht. Aber egal. Nehmen wir erstmal dieses schöne Weinglas. Ich weiß zwar nicht, für was die hier Wein brauchen. Aber who cares? So, jetzt haben wir auch noch diese Gedenktafel. Wundervoll, wundervoll. Guter Fund. Statue von Elias Nordchest. Der Löwe des Fortschritts. Schön, schön, schön. Wie viel haben wir davon schon eigentlich schon? Das wollte ich jetzt noch gucken. Da fehlt uns noch eine. Geil, geil, geil. Okay, ich sollte mich nicht so behindert freuen. Okay. Okay, so. Jetzt bedeutet es ja hier einfach nur noch ausrauben erstmal die ganzen Leute und so. Und sich genauestens umschauen. Ich glaube, die brauche ich hier alle nicht. Ach, hier liegt aber noch ein Messer. Schön, schön, schön. So. Weiter haben wir hier nichts erstmal. Durch die Vordertür zu gehen ist ohnehin nicht mein Stil. Das stimmt, Garrett. Wo du recht hast, hast du recht. Nee, da will ich mal lieber nicht lang. Oh, shit, hat mich dieser Löwe, besonders Löwe erschreckt. Arabs aus Löwe. Willst du noch anlocken?
gibt niemanden hier mehr. Licht aus. Verstecken. Raus. Hier dran drehen. Ob ich damit das Wasser in den Gärten abstellen kann? Das sieht so aus. Es hat gerade etwas geleckt. So. Und dann finden wir hier die Goldmünze. Hatte ich hier das letzte Mal nicht irgendwie noch was anderes Tolles gefunden? War das dann in dem Fußlauf? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich das letzte Mal nicht irgendwas gefunden? Irgendein Sammlerstück oder so? Ich bin confused. Hier stehen noch ein paar Dings rum. Huch. Hier haben wir noch was. Hier haben wir auch noch was. Ups. Wer macht gerne Krach? Die Clara. Ja, ich habe gedacht, die Beute ist eher... Die Ausbeute ist hier etwas größer. Hatte ich wirklich nicht das letzte Mal hier irgendein Sammlerstück gefunden, gesehen, was immer? Ach, ich erinnere mich, das war doch hier oben. Genau, da waren doch diese Patschen. Ich erinnere mich, okay. Alles schnicke. Und noch irgendwas? Nö. Ist auch nichts. Ich glaube, das kann ich auch noch kaputt machen. Ja. Geh kaputt. So. Da können wir nur eh halten. Ich will mich jetzt nochmal, ich will nicht sagen genau, gucken. Warum sieht das so komisch aus? Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt einerseits können... Oh, das hätte ich fast übersehen. Das wäre ärgerlich gewesen. Ob wir, auf dem Weg da hinten reinkommen oder ob wir einen anderen Weg finden noch. Ich weiß es nicht. Ah, ich vermute, wir müssen da hinten einfach lang. Moment, hier hat gerade noch irgendwas geleuchtet. Achso, das war diese komische Vase. Ups. Carrot, alles Schnieke. Sieht so aus. Okay. Ist vielleicht hier hinten im Busch noch irgendwas? Nein. Nein, gut. Ja, ja. So, ich will nochmal schnell hier hoch, dass ich hier oben nicht abspeichern kann. Und zwar gespeichert. Super. Okay, jetzt tun wir erstmal noch ein bisschen G auffüllen. Ich gehe von der anderen Seite lang. Weil ich keinen Bock habe, dass der auf mich aufmerksam macht. So, komme ich da irgendwie hoch oder so? Und dann irgendwie voll Alarm meldet und ich das eigentlich gar nicht will. Boah, ist der cool, ey. So. Ich vertraue dem hier nicht. Ich habe zu viele Dinge zum Ablenken.
Shit. Das sind, werden wahrscheinlich mehrere sein. Ich habe nur noch ein Breitkopf-Pfeil. So, ich sehe zwei. Drei. Sterben oder durch die Schwermut. Das ist mein Schicksal. Drei. Wollt ihr mich verarschen? Leute, ich habe keine Breitkopfpfeile mehr. Der goldene Fluchmond. Wenn Northcrest Manor fällt, fallen wir alle. Wenn wir uns überrennen, hängt an jedem Baum ein Galgenstrick. Boah, die laufen aber auch beschissen, ey. Das heißt, sie hätten die armen Schweine in Black Square ausgeweidet. Durch das Schwert sterben oder durch die Schwermut. Das ist mein Schicksal. In einem tollen Barrack-Loch bin ich da gelandet. Was machen wir jetzt? Wir könnten uns hier jetzt ganz schnell vorbeischleichen, wenn der in die Richtung läuft. Guter Plan. Versuchen wir ihn umzusetzen. Ich fühle mich jetzt cool. Voll der Sneaky-Modus. Ich speichere mit Absicht nicht, weil ich Angst habe. Wo ist jetzt der andere hin? Wo ist jetzt der dritte hin? Der ist da. Ich muss wahrscheinlich unten rein. Ich werde krank. Das spüre ich. Oh, arme Tüte. Ich vermute, den kann ich wegrammen. Also nicht wegrammen, sondern K.O. schlagen. Aber ich weiß es nicht. Ich frage mich, was von der Stadt noch übrig ist. Ich werde jetzt hier speichern. Und ich werde es bereuen, wie ich mich kenne. So viel Rauch. So. Es gibt keinen Ausweg mehr. Das war's. So, jetzt kommt der, glaube ich, da hinten wieder. Ja. Ich muss eigentlich nur auf den hier achten. Weil wenn der da ist, ist es halt scheiße. Sagen wir es so. Den kann ich von hinten hoch. Auch. So, jetzt gehen beide. Komm, geh. Durch das Schwert sterben oder durch die Schwermut. Das ist mein Schicksal. Lass ihn liegen. Ich bin gleich mit dem Stuhl zurück, so geil. Das Problem ist, ich vermute, der wird mich finden. Komm raus, Mistkerl! Nein, niemals. Oh, ich mag dieses Spiel. Wenn einer jetzt auf mich zukommt, kann ich ihn töten. Aber es wäre praktischer, wenn sie es nicht tun. Bis jetzt hattest du Glück, aber ich werde dich finden. Nein, niemals. Hier ist niemand. Zumindest jetzt nicht mehr. Reiß dich zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier hinten so... Weil sobald sie in den roten Modus wechseln, sind sie zwar noch aufmerksam, aber sie tun wieder ihren geregelten Gang gehen. Ich muss wachsam bleiben. Ja. Musst du. Ich muss wachsam bleiben. Ja, ich weiß. Und ich muss speichern. So. Habe ich jetzt gespeichert? Ich glaube. Und ich habe es vergessen. Geil. Doppelt hält besser. Du guckst mir genau in die Augen.
blöd. Wenn Northcrest Manor fällt, fallen wir alle. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Und wenn der den jetzt findet, kann ich mich abhauen. Okay, gut. Dann findet er den nicht. Sehr schnieke, Speichern nicht vergessen. Meine Lieblingstätigkeit. Speichern, speichern, speichern. Überall. Gut. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier die Folge, weil ich nicht weiß, wie lange die Folge ging. Und wir sehen uns in einer neuen Folge von Safe. Und ich bin schon so gespannt, wie es nun weitergeht. Und sage ciao. Bis zur nächsten Folge.